Bienvenidos a Paraguay. Neulich kam ich im Supermarkt aus dem Staunen nicht heraus. Davon möchte ich euch heute berichten und was das hier ist und wie das von innen aussieht. Paraguay, Pioniere. Wenn du dabei bist, dich auf deine Auswanderung nach Paraguay oder in ein anderes Land vorzubereiten, genau dafür habe ich ein Buch geschrieben, den Masterplan für deine Auswanderung mit ganz vielen Tipps von Dingen, die man noch vor der Auswanderung erledigen muss, weil es sonst hinterher zu spät ist, wenn man sich von der Adresse her abgemeldet hat. Den Link zu diesem E-Book findest du unter diesem Video in der Videobeschreibung. Da muss man erst einen kleinen Pfeil drücken, damit dann die Videobeschreibung aufklappt. Das ist ähnlich wie bei den Kommentaren, die man dann auch erst nochmal weiter aufklappen muss. Tja, manchmal ist das in Paraguay sehr spannend, was es so gibt. Es gibt nämlich keine EU-Normgurken. Es gibt dann beispielsweise solchen schönen Kombinationen. Einmal sehr dünn, sehr dick. Die sind nicht auch immer so lang. Manchmal gibt es auch ganz lange. Und wenn man sich das mal anguckt, dann entspricht das bei weitem nicht einer EU-Normgurke. 20 cm lang und so etwa 7 cm Durchmesser, während diese hier bei 17 cm, na, an der dicksten Stelle sind es vielleicht tatsächlich 3 cm. Das ist schon abenteuerlich, was für eine Variation es gibt. Es gibt sie aber nicht nur so normal lang und gleich dick. Es gibt sie dann auch in solchen Formen, dass sie hier so spitzer zulaufen. Und dann gibt es natürlich noch diese ganz tollen Varianten. Alles andere als eine EU-Normgurke. Das hier ist ja eher schon fast eine normale Krümmung. Das hier ist dann schon was Besonderes. Die bezeichne ich auch mal als G-Punkt-Gurke. Flexibel einsetzbar, nicht nur zum Essen. Man kann sogar, wenn man möchte, Smileys draus basteln mit einer Möhre. Und diese Möhren hier, die fand ich auch ziemlich besonders, auch ziemlich lang und dick. Wenn man mal so eine von den kleineren, etwas normaleren Möhren dagegen sieht, dann ist das doch schon ziemlicher Oschi. Und wenn ich mal so gucke, welche ist denn die längere? Dieses hier ist die längere. Da sind wir dann bei 24 cm. Na, 24 cm Möhren hier im Supermarkt. Was habt ihr denn so zu bieten in deutschen Supermärkten? Bestimmt nicht solche Megamöhren. Und wir haben ja noch nicht mal ein Atomkraftwerk in Paraguay, dass es irgendwie an irgendwelcher Strahlung oder so liegen könnte. Wenn man dieses hier so sieht, dadurch, dass wir uns hier gerade mit Gurken und Möhren beschäftigen. Das ist tatsächlich eine Gurke. Und die möchte ich mal aufschneiden, weil das ist ziemlich spannend, wie das dann von innen aussieht. Ich habe das noch nicht gesehen. Ja, eine siamesische Zwillingsgurke. Spannend, oder? Was es hier nicht alles gibt in Paraguay. Und wenn du dann nach Paraguay kommst, dann kannst du auch die kleinen Abenteuer erleben, die wir hier so erleben, weil man entdeckt die Welt wieder wie so ein kleines Kind, weil alles irgendwie neu ist und das macht einfach Spaß. Man fühlt sich irgendwie jünger dadurch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.